Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hallo. Ja, heute melde ich mich mal wieder für euch zurück. Ja, ich habe schon bei sehr vielen YouTubern mitgekriegt, dass sie sich was aus der, wie heißt die nochmal? Ich vergesse den Namen von der LE immer. Aus der die Protalove LE vom P2 etwas mitgenommen haben. Und auf jeden Fall war ich heute auch bei DM. Und ja, ich muss sagen, der P2 LE-Stand war schon relativ leer. Da stand nur noch ein einziger Eyeliner. Und dann stand da, glaube ich, noch eine einzige Wimperntusche. Und dann waren da halt noch diese, wie heißen die? Die, ich glaube, ich komme jetzt auf den Namen. Den Lidschatten. Da hatten die von den Lidschatten noch total viele und dann hatten die dann noch diesen Stift, womit man sich ja sowas wie Wassertropfen auf die Wimpern machen kann. So einen wie die Chrissy Cosmetic hat. Müsst ihr mal bei Chrissy Cosmetic im aktuellen Haul-Video gucken. Da stellt sie euch das vor. Dann war da noch der Blush da und eine Augenbase. Eine Base war auch da, ja, eine weiße, natürlich. Die sah auch sehr schön aus. Und bei den Lidschatten muss ich sagen, da hat mich der blaue auch sehr, sehr überzeugt, weil er war auch, wow, pigmentiert, richtig gute Pigmentierung, wo ich den auf dem Handrücken geswatcht habe. Ne? Ich habe gedacht, oh, was ist das denn? Wie geil sieht das denn aus? Und habe mir aber am Anfang schon vorgenommen, dass ich mir den Pinken kaufe. Der Pink heißt, glaube ich, irgendwas mit Ariel. Aber er fahrt ihr gleich sowieso. Insofern spielt das gerade keine Rolle. Muss ich mal schauen, ob ich mir eventuell noch die Eye Base und den blauen Lidschatten hole. Ich habe die Preise jetzt gerade leider auch nicht hier. Da ich mir das spontan habe einfallen lassen, diesen Haul. Und ich es euch halt einfach mal wieder wissen lassen wollte, was ich mir zugelegt habe. Ja, aber zu Beginn wollte ich mit einem Outfit of the Day anfangen. Mit einem Face of the Day. Und auf jeden Fall habe ich so ein pinkes Top an. Jetzt könnt ihr das besser sehen. Das ist halt so ein pinkes Top. Ich finde, das ist so ein Flamingo-Pink. Das ist so relativ lang. Dazu habe ich dann, steige ich wieder auf meinen Stuhl, wie immer, so eine Jeans an. Die hat hier an der Seite so Rüschen. Ja. Dann trage ich dazu so einen schwarzen Gürtel mit Nieten. Und hatte dazu meine schwarze Nietentasche bei. Und meine anderen weißen Turnschuhe, die haben an der Seite so einen schwarzen Streifen und dann ist da irgend so ein orangenes Viech drauf, auch von Deichmann. Und jetzt kommen wir zu meinen Augen, da komme ich mal näher. Da habe ich habe ja wieder mein Gesicht bearbeitet, wie ich es ja immer mache, ein Creme, Camouflage drauf, Manhattan Clear Face drauf und dann habe ich wieder meine Eyebase drauf gemacht und bin mit dem goldenen Lidschatten über das bewegliche Augenlid gegangen. Habe es auch in der Lidfalte verarbeitet. Das dieser goldene Eisoflee von der Ballerina LE von Essence. So heißt das. Bin dann mit diesem lilanen von der Interlace LE vom P2 da drüber gegangen. Ich finde, es sieht wirklich gut aus. Es kommt sogar ein bisschen so rüber, als wenn das braun ist. In letzter Zeit mische ich mir irgendwie Brauntöne, keine Ahnung warum. Und habe dazu hier unten meinen schwarzen Kajalstrich gezogen. Das ist der aus der M&Y LE, aus der aktuellen. Weil ich hatte erst versucht, das mit dem lilanen
lilanen Kajal von Essence zu machen. Aber das Problem war, dass der lilane am Anfang überhaupt gar keine Farbe abgegeben hat. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann total gewundert und fand das irgendwie auch voll scheiße, weil da musstest du irgendwie so 8-mal drüber gehen, bis dann mal endlich Farbe war und dann sah das total scheiße aus, weil dann hattest du da wirklich nur an bestimmten Stellen Kajalstück und das fand ich so dermaßen scheiße. Da habe ich mir gedacht, machst du lieber einmal ein Y-Kajal drauf, ist besser. Und ich muss sagen, der hält wirklich. Der ist wirklich wasserfest. Und natürlich wieder meine Maybelline Volume Express Mascara. Ja. Ja, ich würde sagen, ich habe mal wieder so viel gelabert. Ich werde gleich nochmal ein separates Video für euch machen. Und das wird dann der Haul werden. Also sag ich mal bis gleich. Tschüssi!